Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode und es ist immer noch der gleiche Abend, an dem ich die 123. Folge aufgenommen habe. Und dem Abend war ja relativ fertig, mittlerweile geht es wieder einigermaßen. Aber trotzdem will ich jetzt ein schönes Team bauen und das Ganze so schnell wie möglich machen. Mal eben meinen Fernseher, so dass er nicht sich selber ausstellt. Und heute gibt es wieder einen sehr, sehr interessanten Spieler. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Schreibt in die Videobeschreibung, wie immer, ob ihr das Team selber bauen würdet, ob man spielen würde, wie es euch gefällt und so weiter. Und sofort würde ich mich selber freuen. Und ja, ich würde sagen, wir stellen mal den Spieler vor, um den es heute geht. Und zwar ist es ein zentraler Mittelfeldspieler als Zehner heute im 4-3-3-4. Und zwar der Team of the Season, Claudio Marchisio. Hat unfassbar geile Werte. Mit hoch Arbeitsraten, alles über 80. Hat bisher in 5 Spielen kein Tor gemacht. Das liegt aber an Team, in dem ich ihn spiele. Das werde ich auch noch vorgestellt bekommen. Und ich glaube nicht diese Woche. Ist aber auf jeden Fall ein ziemlich nicer Spieler. Und um den soll es heute gehen. Natürlich noch um den anders. Und den suchen wir gleich. Und zusätzlich werden wir natürlich noch ja, den Timer stellen. Und zwar, sobald ich das hier hingekriegt habe. Sekunde. So, da sind wir wieder. Der Timer ist bereit und wir müssen noch einen Spieler suchen. Ist mir gerade eingefallen. Der wird natürlich hier, Balotelli aus der letzten Episode. Der wird natürlich nur Gold sein. Und es wird Alexander Kolarov. Das ist interessant. Das geht auch sogar, weil wir ja in der Serie A sind diesmal. Und dann würde ich sagen, starten wir das Ganze in 3, 2, 1 und go. Alles klar. So, wir müssen irgendwie Marchisio verlinken. Und ich habe schon eine geniale Idee, wie das Ganze funktionieren kann. Und zwar mit Paul Pogba. Warum mit Paul Pogba? Das werde ich euch gleich zeigen. Zack, haben wir das Ganze hier schon mal gelöst. Und dann nehmen wir jetzt Nikola Maximovic. Das ist ein Verteidiger von Torino und ist ein Serbe, soweit ich mich erinnern kann zumindest. Es ist ein Serbe, der natürlich jetzt gleich zu Kolarov wunderbar linken kann. Kolarov verlinkt man auf dem linken Flügel mit einem Franzosen und zwar mit dem, der uns schon richtig versagt hat in der Thiago Schürmer Episode. Ich war erstmal war das. Und zwar ist das Nasri, denn der linkt ja zu Pogba und bringt Kolarov den Strong Link, was natürlich ideal ist. Der ist jetzt dementsprechend ausgesorgt. Marchisio braucht jetzt noch einen Stürmerkollegen. Da suchen wir jetzt einen Italiener und sind immer aus einer anderen Liga und zwar aus der Bundesliga. Nehmen wir da den guten Ciro Immobile. Gar keine Frage. So, das ist alles wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch hier 1900 Münzen. Das ist in Ordnung. Hier haben wir auch Kandidatenliste. Und da brauchen wir für den rechten Flügel Strong Link. Das Ganze geht am besten mit Kuba Blaschikowski, wenn ich den finde. Auch wenn ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wie der Crimson Rollings Wasted machen soll, aber noch interessiert das nicht. Das ging auch mit Aubameyang, aber ich glaube, ich nehme diesmal Blaschikowski, weil wir letztes Mal Aubameyang hatten. So, machen wir das Ganze mal und dann nehmen wir jetzt als nächstes einen zentralen Mittelfeldspieler aus Polen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings brauchen wir einen vernünftigen aus Polen und zwar nicht Matuschik. Und das ist gar nicht mal so schwierig, weil da spielt noch jemand in Italien und ansonsten Niasewski ginge der Team of the Season, wäre auch gar nicht mal so uninteressant. Aber ich glaube nicht, dass es in der Liga einen serbischen Innenverteidiger gibt und den brauchen wir doch relativ dringend. Gucken wir mal nach, vielleicht gibt es in der Saudi-Liga ja einen, ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Beziehungsweise ich bin mir überhaupt nicht sicher, sagen wir es mal so. Gehen wir mal in die Saudi-Liga, wo ist die denn? Da ist sie. So, Serbien ist bei S. Diesmal nicht Seychellen, sondern Serbien und Innenverteidiger. So, gibt es nicht. Scheiße. Wir brauchen einen polnischen ZM. Beziehungsweise wir brauchen ja doch erstmal einen polnischen ZM. Vielleicht finden wir ja noch irgendeinen anderen. Ja, Polen sollte man doch dann schon eingeben, wenn man einen polnischen sucht. Da ist Polen. So. Krychowiak gäbe es noch. Krychowiak ist auch gut, weil ich glaube, es gibt einen serbischen Innenverteidiger in der Liga. Bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Aber Gregorz Krychowiak ist trotzdem eine gute Variante. Liga PVA. Nein, gibt es nicht. Silber? Ja, Pantic, ne? Pantic. Haben wir letzte Episode. Irgendwann letztens mal schon. Können wir jetzt auch mal wieder machen. Warum auch nicht? Dann nehmen wir noch einen Rechtsverteidiger von Sevilla, und zwar Koke. Ist natürlich jetzt blöd, dass wir wieder so ähnliche Spieler haben, aber das Team wird trotzdem interessant. Es wird übrigens auch wieder Petric als Torwart werden, glaube ich, weil ansonsten sind wir ja schon in der Serie A. Es gibt... Koke spielt nicht bei Sevilla? Ach, Silber ist er nicht. Ja, gut. Hallo, es hat sich aufgehangen. So, Gold. Nicht... So was liebe ich ja, ne? Und wir gehen wieder zum Premier League, Europa League Sieger. So, gucken gibt's auch jetzt in Form. Hole ich mir aber nicht, weil werde ich ja nicht mehr los. Wobei kann ich eigentlich bloß discarden, ne? Aber das lohnt sich mit meinem Außenverteidiger. Suchen wir mal eben kurz für einen niedrigen Preis, weil das haben wir ja die Zeit. Pantic haben wir ja schon, aber Beobachtungsliste, zack, nehmen wir den für 750 mit. War ein bisschen zu teuer, aber ist egal. Und dann suchen wir noch einen Torwart aus Serbien. Gucken wir mal nach, vielleicht gibt es ja irgendwie ein neues auf dem Markt. Kann ja durchaus sein. Brücke schwerer halt die normale Variante, aber das ist halt blöd, weil der in der Serie A spielt. Und da kommt ja auch Maximovic her. Deswegen gucken wir mal nochmal nach. Und wir finden, ja, französische Liga halt nur oder türkische. Aber der ist halt wieder nicht so gut, ne? Ein 87 groß und er ist immerhin ein 86 und ist lila und ich habe noch einen Verein. Von daher werde ich, glaube ich, den nehmen.
Ja, werde ich tun. Und dann sind wir schon wieder fertig. Das ist eigentlich mal wieder relativ schnell gegangen, glaube ich. Das ist so schlimm jetzt hier mit meinem Handy. Ich habe jetzt einen Code reingemacht und das dauert also lange. Wieder nur 3,5 Minuten. Das ist vollkommen in Ordnung, würde ich mal so behaupten. Schauen wir eben nach. Petritsch habe ich noch. Ja, habe ich noch. Kein Vertrag mehr, weil ist egal. Müsste auch alles auf volle Chemie kommen. Ich melde mich gleich wieder. So, da sind wir wieder. Das Team ist No Links Wasted, war wieder in 3,5 Minuten gebaut. Genau wie in der letzten Episode, da waren es 3 Minuten. Das war nicht No Links Wasted, was wäre es gewesen, hätte ich noch einen Innenverteidiger genommen, wie Siani und so weiter und so fort. Und hier ist es wieder relativ nice. Wir haben sehr physisch starke zentrale Mittelfeldspieler. 84, 88 und 87. Krychowiak wollte ich Ewigkeiten mal ausprobieren. Sieht extrem stark aus. Innenverteidigung nicht so krass mit Pantelic und Maximovic, müsste aber reichen. Koke und Kodarov sind langsam, können dafür aber verteidigen einigermaßen. Und vorne, ja, Nasri, Immobile, Blaschkowski ist halt schon schnell, aber ansonsten geht das, denke ich mal, ganz gut klar. Ich würde sagen, ich suche einen Gegner und wir sehen uns gleich wieder. Ich muss schon sagen, ich bin nervös, weil 87er Angriff und ja, das ist auch vollkommen zu Recht so. Hatte eine 60er Mittelfeld und eine 60er Defensive, ist einfach Bronze Bank, ist einfach nur langweiliges BVA mit Neymar, Bale und Suarez. Dazu noch Modric, Rakitic, Third in Form, glaube ich, und Iniesta, Alba, Ramos, Miranda, Alves und Alves. Wird schwer, aber wird schwer. So, da ist Marquisio. Schade, erste vernünftige Chance. Suarez hat auch schon ein Schüsschen. Aber Marquisio ist heiß. Richtig gute Parade von Petritsch da gegen Iniesta. Hinten sind wir nicht so solide, aber die hat natürlich auch einfach eine Bombenoffensive. Oh, das war ein super Pass. Das ist echt gefährlich da hinten drin. Vor allem, ich komme irgendwie nicht nach vorne. Immobile ist bisher gar nicht auffällig und Nasri ehrlich gesagt auch nicht so, wenn dann Blaschikowski. Ah, schön freigespielt. Nur noch das 1:0. Also langsam schwimme ich echt, also die Führung wäre weitaus verdient. Aber gut. Schön durch die Beine und jetzt ist Marquisio mal allein auf weiter Flur. Ah, niemand läuft hier wirklich mit. Longshot. Ah, schade. Gegen Alves ist das ja. Leider Gottes nicht so funktioniert, aber gut, immer ein Eckball, aus dem man aber nicht so machen kann, wenn sie so stehen, wie sie es gerade tun. Ah, vielleicht auf Kolarov, der hat ja einen guten Schuss, aber der war scheiße zum Ball. Der hält echt gut, der hält überraschenderweise echt gut, gegen Rakitic jetzt hier auch, weil ich glaube, das wird es jetzt gewesen sein, weil bei solchen Ecken, das war nie und nimmer ein Freischuss, aber gut, da ist es. Schlussendlich ist es dann wer? Modric, der das 1:0 macht, der Madrilene. Ja, kannst du da auch nicht mehr viel machen. Da geht halt auch dann Maximovic, ist es, glaube ich, oder Pantelic nicht mehr richtig in den Zweikampf ran, oder Koke, wer auch immer das war. Und da steht es 1:0. Ist natürlich verdient, keine Frage. Aber man muss sich das jetzt nicht 6-mal angucken. Ich habe mittlerweile Marquisio in den Sturm gestellt, habe quasi meinen Joker gezogen, aber das bringt irgendwie gar nichts, weil das ist echt, mit Immobile bist du einmal weniger auf dem Platz. Der fühlt sich so scheiße an. Der macht wahrscheinlich gleich ein Tor, weil ich es gesagt habe. Aber ja, so, jetzt der Ball auf Blaschikowski, aber der kommt nicht ran. No, das ist doch unfassbar. Warum kommt so ein Schuss nicht einfach mal durch? Das ist mir jetzt schon so oft passiert. So oft bin ich kurz vorm wirklich guten Abschluss gescheitert, aber natürlich hat er jetzt nicht so die also die 100% wie mein Gegner eigentlich. Dass die Flanke durchkommt und dass Bale die nicht macht, ist auch lächerlich, aber gut. Elfmeter, Elfmeter, oder? War es Elfmeter? War es auf der 16er Kante? Es war im 16er. Ich hoffe es zumindest. Guter Pass auf Marquisio, jawohl, es war Elfmeter. Da haben wir jetzt die riesen Ausgleichschance und die wird sicherlich nicht in Nasri ergreifen mit seinen 81? Warum hat... Ja. Okay. Egal, komm Marquisio, du musst jetzt mal... Was? Was? Oh, und im Gegenzug hat der die Riesenchancen. Das geht mir gerade tierisch auf den Sack, weißt du? Das ganze Spiel ist nicht laggy oder irgendwas. Und dann beim Elfmeter stoppt der das Ding im roten Bereich, obwohl ich deutlich vor dem Grünen sogar noch gedrückt habe. Also, das sind so Dinger, die ich nicht verstehe dann. Alba gegen Alla, Quatsch, Alba gegen Blaschikowski. Flanke Marquisio! Oh, Mann. Was mir jetzt gerade mal auffällt, ne, was ich mich frage, warum spielt der noch mit 11? Das war doch eine Notbremse. Das war doch die Notbremse schlechthin. Wie kann man das denn nicht abpfeifen? Also darf er nicht rot geben.
Ja, momentan läuft es nicht so bei den 7 Minutes Squads. Wieder eine Niederlage, war natürlich verdient im Endeffekt wegen der Chancen und wegen der Teamstärke vom Gegner, aber trotzdem ein bisschen blöd jetzt gelaufen, vor allem weil Marquisio jetzt nicht so extrem erschienen ist, genauso wenig wie Bolasi in der letzten Folge, aber gut, ich habe es versucht, es ging nicht, gerade mit Immobile, das Team war einfach zu schwach, um mit so einem Team mitzuhalten, vor allem weil der Spieler jetzt auch nicht so schlecht war, dass der Elfmeter verschossen wurde, dass er nicht rot bekommen hat, nervt mich trotzdem, aber gut, kann es jetzt nicht mehr machen im Nachhinein. Alter Schwede, ist gerade ungefähr das größte Vieh aller Zeiten. Das ist eine Motte, glaube ich. Aber super. Also gehe ich gleich auf Motten. Ja, gut. Ich hoffe, trotzdem die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann auch wieder mit einem Sieg. Ich verspreche es euch. Bis dann. Haut rein und ciao.